Du interessierst dich für Stadtplanung, Klimawandel, Mobilität, Städtebau, Nachhaltigkeit, Wohnen oder die Energiewende? Dann könnte ein Bachelorstudium der Raumplanung genau das Richtige für Sie sein. Denn hier bei uns geht es darum, wie sich unsere Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen verändern und wie lebenswerte Städte und Regionen gestaltet werden können. Das fängt an beim einzelnen Quartier und geht hin zu den großen globalen Fragen. Wie also gestaltet sich der unmittelbare Wohn-, Arbeits-, Lebens- und Verkehrsraum? Und wie unterstützen wir eine gerechte und nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung? Neben Vorlesungen, Seminaren und Übungen bieten wir im 8-semestrigen Bachelorstudiengang vor allen Dingen praxisorientierte Studienprojekte und Entwürfe als Kernbestandteil des Studiums an. Auf dem Campus der TU Dortmund studieren ist echt super. Es gibt ein großes Angebot vom Wohnzimmer im Fakultätsgebäude bis zu Habern für die Mobilität. Und beim Hochschulsport gibt es auch ein großes Angebot, wo für jeden was dabei ist. Man studiert ja in einer interessanten und spannenden Region. Vom ersten Kennenlernen der Stadt, bei den Kneipentouren der Fachschaft, bis hin zu den vielen Freizeitangeboten gibt es eigentlich kaum etwas, was fehlt. Und nicht zu vergessen für die Fußballfans der BVB. Wo wir unsere Freizeit verbringen, wo wir wohnen und arbeiten, all das gehört schon zu den Themenfeldern der Raumplanung. Die ganze Region, ganz NRW, bieten vielfältige Themen für spannende Projekte und auch tolle Orte für städtebauliche Entwürfe. Das heißt, wir arbeiten hier an ganz konkreten Orten und ganz konkreten Lösungen für die Zukunft. Wir sind praxisorientiert und zugleich merkt man den Forschungsgeist, der überall dahinter steckt. An einer der ältesten und größten Planungsfakultäten in Europa bieten wir hierfür ideale Voraussetzungen. Den 1400 Studierenden wird durch die 19 Professuren ein umfassendes und vielfältiges Bild aller Aspekte der Raumplanung geboten. Dazu gehören zunächst Kenntnisse der Ökologie, der Ökonomie, der Soziologie, Recht, der empirischen Sozialforschung und der Darstellungsmethoden. Dieser interdisziplinäre Ansatz ist für uns besonders wichtig. Er ist erforderlich, um komplexe raum- und planungsbezogene Herausforderungen erkennen und Problemlösungen entwickeln zu können. Diese allgemeinen Fähigkeiten werden durchgängig mit aktuellen Themen, wie zum Beispiel der Digitalisierung, der Wohnraumversorgung oder auch den Zielen der nachhaltigen Entwicklung verknüpft. Es gibt etliche Projekte mit internationalem Bezug. Mich haben Projekte nach Rotterdam und Hanoi geführt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, im Ausland zu studieren. Ich habe mein Auslandssemester in Breslau absolviert. Nach Abschluss des Bachelorstudiums haben die Studierenden direkt die Möglichkeit, in den Masterstudiengang zu wechseln und können eine der verschiedenen Vertiefungsrichtungen in nur 2 Semestern erfolgreich zum Abschluss bringen. Das Masterstudium ist dann die Voraussetzung für eine Promotion, die einige der Studierenden ebenfalls noch anstreben. Die Architektenkammer bietet darüber hinaus die Möglichkeit, bereits nach dem Bachelorstudium sich als Absolvent in die Stadtplanerliste des Landes NRW eintragen zu lassen. Das gewährleistet den direkten Zugang in das Berufsleben. Durch das Bachelorstudium haben Absolvierende ein umfangreiches Grundlagenwissen erworben, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren. Hilfreich im Job sind dabei nicht nur die im Studium vermittelten Inhalte, sondern insbesondere auch die Methodenkompetenz aus dem Projektstudium. Raumplanerinnen und Raumplaner haben vielfältige Möglichkeiten zu gestalten, sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst.